Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie da sind. Im Frauenzimmer. Können Sie mich alle verstehen? Auch hinten? Prima. Ja, ich freue mich, dass so viele gekommen sind. Zum Frauenzimmer, im Frauenzimmer. Die Plattform für Unternehmerinnen und Frauen in der Dach- und Holzbaubranche. Wir haben hier so ein bisschen freigeräumt, weil wir beide uns auch ein bisschen bewegen wollen. Also nicht, dass Sie die Hoffnung haben, wir tanzen den Vortrag. Wäre vielleicht mal was anderes, aber wir brauchen ein bisschen Bewegungsfreiheit. Deswegen. Das kommende Thema wird aber alle interessieren. Deswegen, liebe Männer, bleiben Sie bitte sitzen. Laufen Sie nicht weg. Es geht um Digitalisierung und das geht uns alle an. Ja, mein Name ist Elke Herbst. Ich bin Verlagsleiterin für die Geschäftsbereiche Dach und Holz in der Rudolf Müller Mediengruppe. Und ich hatte vor 2 Jahren das große Vergnügen, das Frauenzimmer, also eine Veranstaltung für Frauen in der Baubranche, mit aus der Taufe zu heben. Und heute habe ich das Vergnügen, einen, wie ich schon erwarte, sehr guten und interessanten Vortrag anzukündigen und vielleicht auch anschließend mit Ihnen noch ins Gespräch zu kommen. Früher, ganz früher, vielleicht teilweise aber auch noch heute, wurden Unternehmen so geführt. Einer befiehlt und die anderen folgen. Das hat tatsächlich, auch wenn es ein bisschen altmodisch klingt, auch einen Vorteil. Es gibt eine klare Hierarchie. Einer oder eine, wie ich jetzt gerade in diesem Fall, steht oben und die anderen gehorchen. Klar sind diese Zeiten längst vorbei. Heute arbeiten Unternehmen völlig anders. Projektbezogen, kooperativ. Das klingt sehr gut, aber das ist gar nicht so einfach. Ein Grund dafür, aber vielleicht auch ein Hilfsmittel, dass man so arbeiten kann, ist die Digitalisierung, auch wenn viele das noch anders sehen. Aber ich glaube, Digitalisierung ist nicht schlimm, sondern kann auch wirklich helfen. Digitalisierung ist schon längst da und dringt in unsere Lebens- und Arbeitsbereiche zunehmend ein. Unsere Referentin für heute für dieses Thema war vor 2 Jahren auf der Veranstaltung Frauenzimmer in Berlin eine der Protagonistinnen der Veranstaltung. Sie hat einen Workshop gehalten, sie hat diese Veranstaltung maßgeblich mitgestaltet. Sie ist 33 Jahre alt, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, ist Bauingenieurin, Mitgeschäftsführerin und kümmert sich um 80 Mitarbeiter eines großen Holzbauunternehmens. Außerdem ist sie ständig dabei, das Unternehmen zu entwickeln und fortzuführen, erfolgreicher und zukunftsfähiger zu machen. Durch Digitalisierung, durch Prozessoptimierung und durch agiles Arbeiten. Was hinter diesen Schlagworten steckt und wie man das nun wirklich in der Praxis auch umsetzt, egal ob in einem größeren Unternehmen oder vielleicht auch in einem kleinen Handwerksbetrieb, das erfahren Sie nun von Marleen Schlosser. Bitte schön. Vielen Dank, Frau Herbst, für die einleitenden Worte. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass so viele gekommen sind. Und ich darf Ihnen jetzt die nächsten paar Minuten einfach ein bisschen Eindrücke von mir und der Digitalisierung und der Umsetzung bei uns im Unternehmen näher bringen. Ich beschäftige mich schon sehr lang mit dem Thema Prozesse, Abläufe und der Digitalisierung. Und ich habe immer gedacht, dass ich weiß, was Digitalisierung tatsächlich bedeutet. Und letztes Jahr hatte ich dann irgendwie so ein erleuchtendes Erlebnis, wo ich dann aus dem Vortrag rauskam und dachte habe so, was ist jetzt los? Ich weiß doch nicht, was Digitalisierung tatsächlich wirklich, wirklich bedeutet. Denn es ist nicht nur übergreifend, sondern also nicht nur bei uns in der Baubranche, sondern einfach übergreifend, wie weit dort die Digitalisierung schon fortgeschritten ist. Und ich möchte einfach anhand von ein paar Beispielen sagen und einfach ein bisschen darauf aufmerksam machen. Das erste Beispiel mag vielleicht ein bisschen normal sein. Wir haben früher die Schallplatten gehabt und viele, viele Jahre später kamen dann die CDs. Die Firmen, die erst die Schallplatten gemacht haben, mussten nicht groß umrüsten, sondern die konnten einfach umbauen und die CDs produzieren. Aber als dann die Digitalisierung kam und
ja, die Musik über YouTube und so weiter angeboten wurde und jetzt über sämtliche Online-Musikanbieter, sind solche Unternehmen komplett verschwunden. Was bedeutet das denn eigentlich für uns im Handwerk sozusagen? Jeder kennt die Lichtschalter und die Dimmer, aber heutzutage geht es dann auch eher darum, Thema Smart Home. Ich weiß nicht, vielleicht kennt irgendjemand auch die Werbung, wo ein Vater mit seinem Kind Unterwasserwelt spielt. Und das Kind sagt plötzlich, mach's blau. Und dieses Wohnzimmer, wo die spielen, wird auf einmal blau. Unsere Kinder wachsen mit solchen Themen auf, mit den Sprachbefehlen über Alexa oder andere Möglichkeiten. Und das sind aber die Kinder oder unsere Kunden für die Zukunft. Wie oft gehen sie selber ins Internet und suchen sich irgendwelche Anbieter, Subunternehmer übers Internet? Handwerkerdienstleistungen werden dort angeboten. Viele Sachen bestellt man über Onlinehandel im Internet. Wer von Ihnen hat schon mal über Alexa bestellt? Sehr gut. Gibt schon die ein oder andere. Ich kann hier jetzt hier stehen und wenn ich eine Alexa da hätte, einfach fragen, wo ist der nächste gute Italiener? Und sie gibt mir die Info da dazu. Warum soll es denn auch nicht möglich sein, dass wenn ich jetzt schon Waschmittel anfragen und bestellen kann, warum soll es nicht auch in Zukunft möglich sein, dass ich Dachflächenfenster, Häuser, Hallen oder Pferdeställe anfrage und mir ein Angebot zukommen lasse, per Sprachbefehl natürlich. Ich wollte hiermit einfach mal ein paar Impressionen so mitgeben, was in der Welt drumherum eigentlich so alles passiert und wie weit die Digitalisierung eigentlich schon ist. Und wir, sage ich jetzt mal, in Deutschland und speziell aber auch im Baugewerbe sehr hinterherhinken. Hier steht Handwerk 4.0. Wir haben gesagt Digitalisierung. Handwerk 4.0 ist mehr als Digitalisierung. Es ist eine neue Stufe der Organisation und Steuerung der gesamten Wertschöpfungskette. Das heißt, von der Anfrage bis zum fertigen Produkt eine durchgängige Kette. Aber wie schaffe ich denn das Ganze? Zum einen mit der Technik. Das ist die eigentliche Digitalisierung. Aber was oft vergessen wird und was wichtig ist, ist die Organisation, die Prozesse, die dahinter stecken. Denn ohne diese Organisation kann ich die Technik nicht anwenden. Und ein ganz ausschlaggebender Punkt sind dann auch die Menschen, die dahinter stehen. Okay. Zum Thema Technik möchte ich kurz was sagen. Ich muss dazu nicht viel sagen. Sie sind bestimmt heute oder die Tage schon auf der Messe durchgelaufen oder werden das anschließend noch machen. Überall ist das Thema Digitalisierung im Mund. Dort können Sie sich die passenden Maschinen für sich aussuchen. Aber was wichtig ist, ist zu sagen, dass die Automatisierung vor der Digitalisierung kommt. Ich brauche die Maschinen dazu, ich brauche die automatisierte Maschine da dazu und erst wenn ich das habe, kann ich digitalisiert arbeiten. Das heißt auch, ich brauche vernetzte IT-Programme. Das ist die Voraussetzung für Digitalisierung. Was auch ja, gerade ein großes Thema ist, Virtual Reality, ist alles in 3D. Augmented Reality, einfach dann auch schon mit Vermessungen, Bemaßungen, was ich da Informationen einfach mehr rausleiten kann. Es gibt mittlerweile Apps, die ich mir an eine Wand halte, weil ich da einen Schrank hin möchte. Und mit diesen einzelnen Modulen kann ich dann mir da einen eigenen Schrank zusammenbauen und auf Knopfdruck bestellen. Also solche Sachen gibt es schon. Warum sollte es dann nicht irgendwann auch mal mit, sage ich jetzt mal, Häusern oder Hallen funktionieren? Dann der wichtige Punkt, was ich vorher angesprochen habe, sind die Organisationen und die Prozesse, die dahinter stecken. Aber wie schaffe ich mir denn so eine Organisation? Die schaffe ich mir, indem ich ein modulares Vorgehen mache, natürlich nur da, wo es auch Sinn macht.
um effektiver und schneller zu arbeiten. Ich kann sowas sagen wie Lego-Bausteine und vor allen Dingen die Verwendung von gleichen Details. Ich habe hier noch hingeschrieben Standardisierung. Standardisierung mag vielleicht jetzt für den einen oder anderen gleich so wieder, oh, da bin ich nicht mehr flexibel. Aber Flexibilität ist trotzdem geboten, auch wenn ich standardisiert habe. Denken Sie daran, wenn Sie im Internet sind und sich ein Auto konfigurieren. Sie haben ziemlich viele Möglichkeiten und es ist trotzdem für den Autohersteller standardisiert. Das heißt, wir müssen auch eher industriell denken im Handwerk. Dann die ganzheitlichen Prozessabläufe, so wie vorher schon erwähnt, von der Anfrage bis zum fertigen Projekt. Das fängt an bei der Angebotserstellung, Auftragserstellung, Einkauf, Zeiterfassung und so weiter und so fort. Also die komplette Wertschöpfungskette. Was auch wichtig ist, die Prozesse müssen in Echtzeit vernetzt sein miteinander, damit ich immer zu jedem Zeitpunkt die richtigen Informationen auch in Echtzeit bekomme. Gerade zum Beispiel für die Nachkalkulation, Stundenerfassung und so weiter und so fort. Und auch ein Thema ist zum Beispiel aus Fehlern lernen und sie eliminieren. Wie oft kommt es vor, dass man Fehler wiederholt und wiederholt und wiederholt und dann irgendwie einmal im Monat sich KVP, also kontinuierlicher Verbesserungsprozess, Sitzungen macht und sich zusammensetzt und sagt, okay, was habe ich denn für Fehler gemacht, wo kann ich mich verbessern? Das macht man vielleicht am Anfang mal, aber es flacht dann auch irgendwann mit der Zeit ab. Da ist der Punkt, dass man es frühzeitig, also sofort, wenn dieser Fehler auftritt, diesen Fehler aufnimmt und sofort langfristige Lösungen sucht, um die zu eliminieren. Deshalb auch Handwerk 4.0 mit industrieller Ausrichtung und nicht Industrie 4.0, denn wir haben Tradition, wir haben Handwerk, das ist, worauf wir auch stolz sein können. Und wir uns einfach nicht verbiegen müssen, sondern deshalb Handwerk 4.0 mit industrieller Ausrichtung. Und was ein spezieller Punkt ist, einfach, wir müssen in Zukunft produzieren statt bauen. Einfach sich zu denken, okay, wie macht's die Automobilbranche? Was kann ich daraus lernen? Wie kann ich es übernehmen? Maschinen sind relativ schnell gekauft. Die Prozesse, die kann ich mir auch überlegen und abbilden. Aber was brauche ich denn noch da dazu? Und ein ausschlaggebender Punkt sind unsere Mitarbeiter und die Menschen, die mit diesen Themen arbeiten. Die sind der entscheidende Punkt, ob die Einführung der Digitalisierung auch gelingt. Die Mitarbeiter, die wollen heute nicht mehr Sie wollen mehr Eigenverantwortung haben, so wie Frau Herbst vorher auch schon gesagt hat, weniger Fremdverantwortung, bereichsübergreifendes Arbeiten und deshalb auch das Projektdenken. Sie wollen mehr Flexibilität, nicht nur in ihrer eigenen Arbeitsgestaltung, also Arbeitsalltag, sondern auch in den Projekten, die Flexibilität ausleben. Sie wollen auch mehr Zielvereinbarungen und eben nicht von oben irgendwas diktiert bekommen und eben mehr das Team arbeiten. Also brauchen wir deshalb auch neue Arbeitsmethoden. Anwenden von agilen Arbeitsmethoden, selbstorganisierendes Arbeiten. Das heißt, ich gebe einfach ein Projekt in mein Team rein, die alle Kompetenzen hat, die es zur Ausführung von solchen Projekten benötigt und übergebt die Verantwortung auch an diejenigen, weil die haben dieses Know-how. Ich brauche keinen mehr oben drüber, der dem Team sagt, wie sie es machen müssen, weil es sind zum Beispiel 5 oder 6 Personen aus jedem Bereich einer und er hat dieses Know-how, dementsprechend im Team mitzuwirken und dieses Projekt auch dementsprechend umzusetzen. Dadurch können sie flexibel arbeiten. Sie haben eine flexible Herangehensweise und sie bekommen einfach auch die Verantwortung übertragen.
selbstorganisierende Teams, crossfunktionale Teams, das habe ich gerade schon ein bisschen angesprochen, das heißt crossfunktional aus allen Bereichen. Also ich habe zum Beispiel einen Kalkulator und einen Planer und einen Konstrukteur in diesen Teams dann vereint. Und die können dann einfach die Schwarmintelligenz, die sie gemeinsam in diesem Team haben, nutzen. Bei uns sieht es dann eigentlich dann auch so aus. Wir nutzen unterschiedliche Tafeln, wo die Teams ihre Projekte dann abarbeiten und mit bestimmten Aufgaben sich dann ihr Projekt selber organisieren. Okay. Die Arbeitswelt ändert sich. Es wird auch nicht in Zukunft nicht mehr gearbeitet, sondern das machen eher die Maschinen. Es werden Tätigkeiten ausgeführt und Probleme gelöst. Soft Skills werden immer wichtiger, Kommunikation, Kooperation, Diskussionen untereinander im Team und die Aufgabengebiete, die wachsen zusammen. Deshalb auch die unterschiedlichen Projektteams und das crossfunktionale Arbeiten und nicht mehr dieses Abteilungsdenken. Deshalb sieht man jetzt bei uns, wie hier auf dem Foto, kreatives Arbeiten, Coaching, Workshops, das sind die Schlagworte, die in der Zukunft dieses Arbeiten oder dieses neue Arbeiten mit sich bringt. Und mir sieht die Leute auf dem Foto auch lachen, also man da arbeiten darf auch richtig Spaß machen und Gaudi. Und es kommt dann am Ende trotzdem was richtig Tolles, was Kreatives dabei raus, weil einfach mehr Köpfe, mehr Ideen reinbringen und so weiter und so fort. Netzwerken ist auch so ein Thema, das wird auch in Zukunft immer wichtiger. Umso mehr freue ich mich, dass heute so viele Frauen unter uns da sind. Ich finde, speziell für uns ist es wichtig, uns zu vernetzen, uns fortzubilden, uns zu vereinen, sage ich jetzt mal, um gemeinsam voranzukommen. Und Frau Haupt sagt bestimmt noch was zum Frauenzimmer dazu. So. Und zum Abschluss einfach nochmal hier so ein kleines Zusammenspiel. Es ist einfach wichtig, Digitalisierung, Handwerk 4.0 kann nur passieren, wenn wir diese drei Punkte gemeinsam vereinen. Somit wäre ich jetzt auch am Ende meiner Präsentation. Ich will noch sagen, seien Sie mutig, gehen Sie nach vorne, nehmen Sie alles auf, was Sie hier so auf der Messe mitnehmen können. Seien Sie kreativ, weil nur wer kreativ ist, kann groß träumen und wer große Träume hat, kann auch große Ziele erreichen. Und der beste Weg, die Zukunft vorauszusagen, ist, sie selbst zu gestalten. Vielen Dank. Ja, Frau Schlosser, ich bin jetzt auch mutig, ich stelle mich nochmal neben Sie. Darf ich Ihnen noch ein paar Fragen stellen? Sehr gerne, ja. Also ich habe den Vortrag vorher auch nicht gekannt, ich habe ihn jetzt gehört. Und ich muss sagen, also ich habe ja Post-its entdeckt auf einem Foto. Ja. Wie passt das zusammen, Post-its und Digitalisierung, wie geht das? Ja, das ist eine gute Frage, die wurde ich eigentlich regelmäßig gefragt. Natürlich kann man diese ganze Sache auch digital machen. Allerdings, ich sag, wenn ich alles am PC habe, dann kann ich einfach den PC mal ausschalten. Und dann sind, sage ich jetzt mal, die ganzen Punkte, die da draufstehen, irgendwie nicht mehr visuell, nicht mehr in der Hand, nicht mehr greifbar. Und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass wenn die Mitarbeiter trotzdem irgendwie noch was in der Hand haben, dass sie da einfach eine bessere Organisation haben, besser damit umgehen können. Mhm. Ja. Jetzt haben wir eben gehört, Sie haben 80 Mitarbeiter, die waren ja eben auf dem Foto schön lachend. Ja. Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, dass Sie alle 80, als Sie mit diesem Thema angefangen haben, Prozessoptimierung, agiles Arbeiten, dass die alle gesagt haben, super Chefin, wir sind dabei, finden wir toll. Wie haben Sie das hingekriegt, die 80 alle mitzunehmen? Oder wie schnell haben Sie denn bestimmte Gruppen nicht mitnehmen können? Und was haben Sie dann gemacht? Ja gut, also sind die ein oder andere heute noch dabei, die da so ein bisschen skeptisch sind, aber der größte Teil ist dann auch mit an Bord. Und natürlich bedarf das viel Kommunikation. Es ist natürlich was Neues. Also ich bringe ein Unternehmen, sage ich jetzt mal, ein bisschen in die Instabilität. Aber nur wenn ich Instabilität in ein Unternehmen reinbringe, kann das kreativ arbeiten. Natürlich bringt es dann wieder die Unsicherheit für die Mitarbeiter, aber die hole ich dann einfach emotional ab in Gesprächen, in Workshops, in Coachings und so weiter. Und das klappt
ganz gut. Haben Sie das also alleine gemacht oder hatten Sie Unterstützung? Haben Sie sich Beratung geholt? Also wir hatten schon von außen auch mit Unterstützung teilweise, aber ich bin ja selber ausgebildete Coach und von daher kann ich solche Sachen eigentlich alles selbstständig machen, ja. Haben Sie Fragen? Sonst hätte ich noch eine, aber ich will mich nicht vordrängeln. Gerne. Ich darf die wiederholen, die Frage, weil Sie sie, glaube ich, nicht gehört haben. Die Frage war, Frau Schlosser als Ingenieurin, ist deutlich sichtbar eine Frau, arbeitet in einer Männerbranche. Wie schwer ist es da oder wie leicht ist es vielleicht auch da, sich durchzusetzen? Historisch sicherlich auch anders gewachsen, diese Branche. Das war so ungefähr die Frage, richtig? Ja, bitte. Also gut, es gibt solche Tage und solche Tage, gleich mal vorab. Aber es ist tatsächlich nicht so einfach, wenn man lauter Männer um sich herum hat, sich da dementsprechend durchzusetzen. Da muss man manchmal mit der Waffe einer Frau kämpfen und sich einfach dann auch dementsprechend Verbündete suchen. Deshalb finde ich es auch einfach so toll, dass es solche Veranstaltungen gibt, wo sich einfach Frauen untereinander austauschen können und vernetzen können und einfach mal, ja, wenn eben was nicht so klappt, wie man sich als Frau vorstellt, einfach mal, ja, jemand fragen oder eine Frau fragen kann, wie sie es macht und wie sie es machen würde oder ja, einfach mal Unterstützung holen kann. Vielen Dank. Gibt es noch eine weitere Frage? War das auch ein Grund, also der Wunsch, sich zu vernetzen oder vielleicht auch mit anderen Frauen in mehr in Dialog zu kommen, dass der Grund, dass Sie mit der Architektin Daniela Beisch die Fachgruppe Unternehmerinnen im Holzbau, glaube ich, heißt es, gegründet haben? War das der Grund? Gut, also der Verband Baden-Württemberg hat uns einfach die Möglichkeit geboten, uns als Frauen da eine Plattform oder hat uns als Frauen eine Plattform geboten. Und ich finde es tatsächlich durchaus wichtig, dass wir solche Plattformen bekommen, dass wir die Möglichkeit haben, einfach auch ein Gehör zu bekommen. Und deshalb bin ich auch da dabei und unterstütze diese Geschichte. Und das ist auch ein zweiter Grund, warum ich jetzt zum Beispiel noch an der Hochschule in Aalen als Referentin unterwegs bin sozusagen. Ist nicht, weil es mir irgendwie zu Hause in der Firma irgendwie langweilig ist, sondern es war einfach so eine Herzensangelegenheit, einfach auch Frauen, die in eine Führungsposition reinwachsen wollen, einfach da auch Unterstützung zu geben, ja, die einfach auf mich zukommen können, wenn sie Fragen haben, weil ich hatte das nicht und hab mir das manchmal gewünscht, ja. Ich weiß, was Sie sagen. Ich kann das gut nachvollziehen. Ja, Netzwerken, Treffpunkte, Vereinigungen, Kooperationen, wir haben es oft erwähnt. Das war auch mit ein Grund, warum wir das Frauenzimmer gegründet haben und 2017 eine Veranstaltung in Berlin durchgeführt haben, die wir wiederholen werden. Sie findet statt, Datum kann ich, glaube ich, schon nennen, ja, vom 9. bis 11. Mai 2019 wieder in Berlin. Wir hoffen sehr, dass Sie wieder dabei sind, Frau Schlosser. Vielleicht auch mit dem Thema Digitalisierung, aber wir werden auch viele andere weitere Themen haben. Und wir würden Sie auch gerne einladen, wenn Sie Lust haben und Interesse haben an der Veranstaltung, gleich zu uns an den Stand von Rudolf Müller, hier in Halle 6, ein Stückchen weiter vorne, Stand Nummer 210. Da gibt es gleich für alle Frauen und auch für die interessierten Männer gibt es Prosecco und wir beide stehen auch gerne noch zur Verfügung für weitere Fragen rund ums Frauenzimmer. Und soll auch nicht unerwähnt sein, wir freuen uns sehr, dass wir auch jetzt gerade ganz frisch bekannt geben dürfen, dass wir einen Premium-Sponsor fürs Frauenzimmer gefunden haben, also ein Unternehmen, was die Sache auch maßgeblich mit unterstützen will. Das ist die Firma Velux. Da sitzen schon einige, die mit uns 2019 auch zusammenarbeiten werden. Dafür auch schon mal jetzt von hier aus vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Recht. Vielen Dank auch von mir an Sie. Ich war gestern schon zweimal hier im Forum, war so ein bisschen, habe ich gedacht, oh weia, saßen hier so 10 Leute, die Hälfte guckte auf ihr Handy, Digitalisierung, Frau Schlosser hat auch Nachteile. Die andere Hälfte war abwesend und ich finde, Sie waren sehr aufmerksam. Das war für uns beide jetzt richtig toll und dass auch so viele gekommen sind, freut uns sehr. Ja, und jetzt würde ich mich freuen, Sie gehen ein paar Schritte mit Frau Wiese und dem Fähnchen nahtlos einfach an unseren Stand und dort wartet ein gekühlter Prosecco
oder auch ein leckerer Kaffee. Wir wollen Sie nicht zum Alkoholtrinken verführen, sollten Sie in der Fastenzeit sein. Also ist für alles vorgesorgt. Vielen Dank und hoffentlich bis gleich.